Deutsche Forscher der Universität Duisburg-Essen haben eine umfangreiche Studie zu PCR-Testergebnissen durchgeführt und kamen zu bemerkenswerten Ergebnissen. Die Wissenschaftler werteten 190.000 PCR-Tests von mehr als 160.000 Personen aus. Das Ergebnis? PCR-Tests sind kein geeignetes Mittel zur Einschätzung der Pandemiesituation. Denn viele positiv Getestete seien gar nicht infektiös. Andreas Stank, Erstautor der Studie, kommt zu einem spannenden Fazit. Ein positiver RT-PCR-Test allein ist nach unserer Studie kein hinreichender Beweis dafür, dass Getestete das Coronavirus auf Mitmenschen auch übertragen können. Die am Ende errechnete Zahl von SARS-CoV-2 positiv Getesteten sollte daher nicht als Grundlage für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Quarantäne, Isolation oder Lockdown benutzt werden. Der Leiter der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES, Universitätsprofessor Dr. Franz Allerberger, schlägt in Sachen PCR-Test in eine ähnliche Kerbe. Auf die Frage, wie diese Epidemie ohne PCR-Tests ausgesehen hätte, antwortet Allerberger: Wenn es weltweit keine PCR-Tests gegeben hätte, wäre es nach meinem Dafürhalten niemandem aufgefallen. Seit Beginn der Krise gilt der mittels PCR-Test ermittelte Inzidenzwert in Österreich als Rechtfertigung für Lockdown-Maßnahmen und Freiheitseinschränkungen. Und nun? Immer mehr namhafte Experten äußern sich in Sachen Tests völlig kritisch. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als die FPÖ über die Sinnhaftigkeit der ganzen Corona-Testerei gesprochen hat? Wir wurden als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Doch manche wollen es einfach nicht wahrhaben. Am Dienstag meldete der Krisenstab nur mehr 58 neue Corona-Fälle. Dennoch hält Schwarz-Grün an den schikanösen 3G-Regeln samt Massentestungen fest. Ich glaube, es ist jetzt dann irgendwann einmal vorbei mit der Pflanzerei und ich bin für eine Rückkehr zu einer Normalität, die diesen Namen auch verdient. Wenn ich sage, ein Sommer wie damals, dann muss das mehr sein. Kanzler Kurz scheint an einer Rückkehr zur echten Normalität nicht interessiert zu sein. Er holt sich lieber Rat beim deutschen Virologen Christian Drosten in Berlin. Drosten gilt als absoluter Lockdown-Verfechter und der Besuch des Kanzlers lässt Böses erahnen. Kommt schon bald ein Delta-Lockdown?